Hey Leute, The Ruskelpi ist wieder am Start mit Mass Effect 2 und wir drücken auf Fortfahren. Flankieren Sie Gegner in Deckung, um ihre Vorteile aufzuheben. Ladebildschirm. Schon wieder. Ich hasse Ladebildschirme. Wir verdienen. Wir waren in Afterlife. Auf der Raumstation Omega oder Omega. Und wir sehen hier sexy Bilder. Alle Perverse. So. Gibt's hier noch was Lustiges? Hast du das gehört? Nein? Ich auch nicht. Schön. Ja. Gut, wobei ich stehe nicht. Ah ja. Mann. Ja, schön. Niemals ausgehen. Dann gehen wir erstmal Anto ansprechen. Sie wollen reden? Reden Sie mit Aria. Ganz genau, wir werden jetzt mit Aria reden. Was hier noch so Lustiges ist, erzähle ich gleich noch. Hier ist Aria. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer! Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Ah ja. Bei mir ist es dann nicht so ähnlich, oder? Auf jeden Fall in dem Spiel jetzt. Im echten Leben natürlich genauso. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie tun? Erstmal ein bisschen untersuchen. Oder auch... Natürlich. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Schade. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Voll unfreundlich, die Kleine. War so richtig. Naja. Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig,
aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für sie. Das ist schlecht. Naja, dann wollen wir erstmal über Morden sprechen. Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Das im Hintergrund auch. Ei. Ich muss damit aufhören. Ich muss dringend damit aufhören. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Alles klar. Jetzt noch eine kleine Info über Archangel. Ich möchte zu Archangel. Sie und Halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Eigentlich nicht. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Ei. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung, direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Na dann noch ein paar Infos. Wem verfolgen kann uns ja nicht scheißegal sein. Wir machen sie alle platt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Oh Gott, meine Stimme. Ich glaube, meine Stimme geht schon wieder zu Neige. Okay, komm, warum nicht? Nur noch die Gruppen. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Ha, nicht schlecht. Andere bei der Schlacht zusehen, während man dann sein Erfolg daraus interpretiert. Nee, ich hab was falsch gesagt. Verdammt. Naja. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ja, na klar. Dann habe ich wohl keine Zeit zu verlieren. Sie haben alle Zeit der Welt. Archangel hingegen weniger. Alles klar. Hier haben wir unsere Mission. Und jetzt eine kleine Sache noch zu Omega. Das ist ungefähr genauso wie die vom ersten Teil. Koros Nest. So oder so ähnlich hieß es. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, weil es etwas länger her ist, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Für circa ein Jahr oder zwei. Darum weiß ich es leider auch nicht mehr so genau, wie es hieß. Das Sternenkonsortium bleibt bei seinem Plan, den Citadel-Rat wegen der ungerechten Beschränkungen des intergalaktischen Sklavenhandels zu verklagen. Aha, der steht. So. Und hier können wir dann eigentlich genau dasselbe machen wie dort. Wir haben ein bisschen Tänzerin zusehen. Vorne. Ich kriege jetzt ein bisschen Trinkgeld. Jetzt haben wir ab. Eieiei, hier geht's auch mal eine Etage nach unten. Und da kommen wir dann hier bei der Shopping Street.
Film mal bis das Tanzbein schwingt. Und das tue ich mal einfach mal. Und jetzt sehen wir Shepard mit seinen Super Moves. Yeah. Das ist geil. Das ist Hammer. Solche Hammer Moves gibt's im Leben nicht. Die kann keine Sau. War hier noch was? Nee. Leider nicht. Lass mich durch. So, jetzt das, was ich besonders lustig finde. Mal was trinken. Trink bestellen. Danach passiert. Ja, ich habe gespoilert, glaube ich. Ja, habe ich. Shepard, alles in Ordnung? Wie viel habe ich getrunken? Einen Drink. Mehr ist nicht nötig. Dieses rassistische Batarianerschwein. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Blöder Hund. Ich werde dem Barmann jetzt einen Schluck von seiner eigenen Medizin einflößen. Er wird nicht mit Ihnen rechnen, so viel steht fest. Geben Sie dem Batarianer Mistkerl, was er verdient. Und wie? Das ist nicht schlimm. Das geht alles. Kinder zu dem Bastard. Jetzt soll vielleicht das sein eigenes Gebräu. Na, bin ich wieder. Kenne ich Sie? Nein, nein, ihr Menschen seht alle gleich aus. Hier ein Drink, geht aufs Haus. So, jetzt können wir entweder Menge aufhetzen oder ihn das trinken lassen. Nur das habe ich jetzt vor. Aber Sie haben getrunken. Sie müssten tot sein. Moment. Sie wollen doch nicht, dass ich... Sofort. Austrinken. Ich... Nein. Das können Sie nicht machen. Ich... Trinken Sie, oder ich schieße Ihnen die Augen einzeln raus. Haha. Versager. Der Mistkerl hat bekommen, was er verdient hat. So, und wenn wir dann... Ach, nee, später. Ich habe eine Partnerin und ein Schiff. Aber nur eins davon habe ich mit nach Omega gebracht. Ja, das ist schön. Wie kam ich jetzt wieder nach oben? Ah ja. Zum Patriarch. Aria war nicht immer so unnahbar. Bei der Messe wird jemand auftauchen und ein Treffen wollen. Er hat mit dem Mord an ihrer Familie zu tun. Beißen Sie ihm ein paar Finger ab. Dann erfahren Sie, wer Ihnen das angetan hat. Alles klar, mach ich. Also ich habe Aria gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Hier können wir jetzt ein bisschen über Aria sprechen, weil dieser Kurganer weiß durchaus mehr, als uns die liebe Aria, was gesagt hat. Ja, was soll ich damit aufhören? Ich muss in ein scheiß Wörterbuch reingucken oder mein Buch lesen. Was wissen Sie über Aria? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Aria ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin.
Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht und die Hälfte meiner Knochen gebrochen. Und mich am Leben gelassen. Oh. Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Das ist doof. Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. So, hier ist die Hauptfrage. Warum hat sie der Patriarch? Warum nennt man sie den Patriarchen? Das heißt, ich würde alles wissen und sehen, weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe. Und sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Da sind wir uns ein bisschen ähnlich. Aber nur beim ersten. Den letzten beiden eher weniger. Ich muss jetzt gehen. Ja. Ja, dann lass uns mal ein bisschen Action, sobald wir da hingekommen sind. So, ich glaube, wir gehen dann erstmal zu Morden. Ja, das ist sie. So wie jeder Asari. Weil die alle gleich aussehen. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Mein Gott. Ich bin Rufus Genera, Präsident von Genera Personaldienstleistungen. Wir beschäftigen viele belastbare Arbeiter und sind Hör nur auf! Bereit! Das Ende ist klar! Na dann, ab zum Bezirk. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen. Ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Das können Sie nicht machen. In dem Apartment ist alles, was ich besitze. Ja, lass Sie rein. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. So, gleich mit der Sprache raus. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Ja. Ene, Mene, Mu und raus bist du. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern.
Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Ha! Solchen Gebiet, aber ich bin immun. Das wird lustig. Gehen wir. Ha! Ja. Mehr als nur ein Granatenwerfer. Ich bin eine Granate. Organo Watcher, regenerieren Sie. Regenerieren Gesundheit, Brandmunition und Warp-Angriffe verhindern das. Also die Watcher immer anzünden, das ist das Beste, was man machen kann. Aber jetzt, ich will nicht mit Jack da reingehen. Keine Lust. Das wird jetzt mal ein Männertrip. Nein, wird's eigentlich nicht. Wird's eigentlich nicht. Organa. Ist ja nicht. Ah ja, stimmt ja. So, ich habe mir jetzt die Updates geholt. Die Updates, weiß nicht, wenn ihr die dann haben wollt, wenn ich das jetzt nicht vergesse, werde ich sie in der Videobeschreibung, werde ich sie noch mit reinsetzen, auf welche Internetseite ihr gehen könnt, um euch die zu holen. Wenn ihr es denn schon wisst. Hier das Outfit. Miranda. Zack. Nein, entfernen. Hier von Grunt. Zack, sieht schon wahnsinnig besser aus. Sieht hat ja nichts, Jacob auch nicht. Und von Jack. Zack, Motorrad. Zoom hat sie ja schon, oder? Ich weiß nicht, rot sieht scheiße aus. So, das bleibt. Ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Brandmunition, so viele Forger. Ich weiß nicht, ob ich Jack mitnehmen soll. Ach, warum nicht? Los, komm, Lady Power! Das kann ja alles so bleiben. So, jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ja, okay. Wenn bessere Lichtverhältnisse sind. Natürlich habe ich keine... Oh, doch. Brandmunition. Erstmal hier ein bisschen untersuchen. Hier haben wir Muni. Hier und hier haben wir... einen Turianer. Ah ja, das ist so Bruce Sands. Oder ein bisschen Zero. So, hier ist bisschen... Hier ist viel besseres Licht. Jawohl. Sieht schon wahnsinnig besser aus. Und, oh Mann, meine Stimme geht zu Neige. Ich muss aufhören, so viel zu quatschen. Immer so viel Scheiße zu labern. Naja, das macht meine Let's Plays aus. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Ich weiß. Und, Moment. Ja, so. Okay. Ah. Ja, so. Ich hoffe, das haben wir jetzt nicht gehört. Wenn doch, ist ja auch nicht schlimm. Oder? Nein, das ist schlimm. Das ist Weltuntergang. Jetzt kann ich... Bam! Und einmal... Bam! Voll in den Hintern. So, und... Was soll das? Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Halt dein Maul! Bam! Moment. Das sind unsere ersten Ziele. Ja, Moment. Nein. Immer auf Brandmunition. Obwohl. Ah, doch. Und... Jaban!
Ja, ja, schieß, schieß, schieß. Ja, ja, alles gut, alles gut. Bam! Und da fackelt sein Schädel. Und mit diesen Zweien werde ich mal hier einen kurzen Schnitt machen, weil ich... Ja, ich habe jetzt Hunger, ich will was essen. Na dann, wir sehen uns gleich. Tschüss!